Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Airport CEO. Ja, in der letzten Folge haben wir die Tiefgarage eröffnet und die scheint schon langsam einigermaßen verwendet zu werden. Jetzt kommt dann natürlich der nächste Stock dran, wo wir gucken müssen, dass wir hier vielleicht gleich mal runterfahren. Dann haben wir auch ein bisschen mehr Platz in der Tiefe. Da sieht man nur ein paar Umwege, die zwischendurch mal gemacht wurden. Aber da können wir einiges mehr noch an Parkgaragen einbauen. Ich glaube, das werden wir auch hier anders lösen, dass wir hier wirklich sagen, hier ist der Aufgang. Und hier führt einfach die Straße runter in ein paar Straßen. Und fertig. Aus! Ja, wir werden uns heute aber erstmal um die Busabteilung hier kümmern. Bedeutet, wir müssen erstmal uns hier drum kümmern, dass der ganze Scheiß hier sich entfernt. Das passiert nicht, leider nicht von alleine. So. Erstmal schauen, dass alles wegkommt. So viel wie unnötig ist, kann gleich mal weg. Ja, das kann schon weg. So. Ah, warte mal, die Bauarbeiter sind ja auch gerade noch am Werken, ne? Genau, die machen gerade noch hier oben alles fertig. Ich glaube, die hatten auch noch einen anderen Auftrag hier unten. Ah nee, das haben sie währenddessen irgendwann mal erledigt. Ich wollte gerade eiskalt die Kamera neigen. Ja, habe ich einen Schaden? Ah ja, wie geht's? Den Auftrag haben sie noch. Jetzt weiß ich wieder, was da abgang. Wird noch ein paar andere Flugplätze zum Bauen. Das hier oben kostet uns ja 1 Million zu machen. Ich glaube, das habe ich einen Auftrag auch auf einen Auftrag gegeben. Ich bin echt gespannt, wenn wir das eröffnen, ob die da drüber fahren. Oder ob ich dann hier einen Anschluss machen muss. Das wäre ja die Oberpeinlichkeit eigentlich. Na kommt. Ah, langsam wird's. Langsam bauen sie alles fertig. Da sind auch schon Leute dran. Hier sind auch schon Leute dran. Yes, das nächste Teil fertig. So will ich das sehen. Und hier oben sind sie auch fast durch. Jetzt sind sie wieder. Leute, ihr könnt nicht immer eure Kartons stehen lassen. Das ist nicht gut. Stell dir vor, da läuft ein kleines Kind drüber. Ich krieg den Anschiss. Eieiei. Oh, da kommt schon wieder ein Jet. Nicht drunter, du. Oh. Ich sehe, irgendwann habe ich nur noch verbrannte Mitarbeiter. Aber aktuell geht es mit den Starts und Landungen von den großen Flugzeugen noch sehr, sehr gut. Und rhythmisch. Das finde ich schön. So, wie schaut sie. Alter, das ist brutal, wie sie abgeht. Ah, sind die jetzt endlich mal dran? Ja, schön. Die. Ich wollte gerade sagen, ihr sollt es entfernen. Und nicht nur einfach sagen, ja, ist erledigt. Ist erledigt, Jungs. Wir können wieder. Ah. Denn wie gesagt, es wird jetzt der große Bushalteplatz. Hier in der Mitte. Und das muss natürlich auch einigermaßen alles passen. Schauen wir, dass die sich hier schnell drum kümmern. Und wir gleich hier auch sagen können, wir brauchen noch mehr Straße. Bis hier geht noch nicht mal, weil die noch 2 Stücke nicht abgebaut haben. Ihr Idioten! Nur umgeben von Unfähigen. Da die 2 noch weg. Zack, zack. Mach doch die 2 Dinger weg, die stören. So, ja? Nur noch das Stück? Oh Gott. Jetzt kann ich echt so stückweise die Straße bauen. Ich glaube, ich krieg einen Vogel. Die Straßen erweitern sich schon schön. Da ist immer noch ein Stück, was ihr vergessen habt, Leute. Das können wir aber schon mal entfernen. Da ist ein so ein rotes Teil, macht's doch weg, ja! So, und was jetzt auch passiert, wir nehmen ihn schon mal hier vorne, die Bushaltestellen weg. Denn wir müssen ja hier langsam die Straßen erweitern. Es tut mir echt leid, aber dafür müssen auch die Busanlagen leider verschwinden. So. Also
Also langsam wird's ja, ne? Langsam wird's. Hier noch nicht mehr, wollte ich hier nicht mal einen Zaun ziehen eigentlich? Vor The Immersion? Ja, wollte ich. Wo ist denn der geblieben? Oder konnte ich mir den nicht leisten? Ich glaube, ich konnte ihn mir nicht leisten. Ich baue jetzt hier mal so den Zaun hin. Ja, das passt eh. Den habe ich dann relativ gut abge... Was habe ich denn da gebaut? Okay. Interesting. Vorteil, dann ist es hier so ein bisschen getrennt, ne? So. Ah, hier drin sind sie auch fertig. Dann können wir hier den Shop eröffnen. Geschäft. Geschäftsraum. Was packen wir denn hier rein? Direkt an der Quelle. Ich hätte gerne irgendeinen größeren Shop, weil hier doch jetzt relativ viele durchkommen. Dann nehmen wir Pick and Fly. Die brauchen 8 Regale und Kassenschalter. 8 Regale und Kassenschalter. Als erstes kriegt ihr mal einen Boden rein. So schaut's aus. Zack, Boden. Gut, dann Geschäft, Schrank. Acht Stück haben sie gesagt. Das sind es 5. Sechs, 7. So. Und dann brauchen wir noch eine Ladentheke. Wird ehrlich gesagt vermutet, dass die mehr wie eine brauchen werden. Deswegen baue ich den 3 rein. Baut den Laden bumm voll. Dann tun wir hier noch schön was dazwischen. Dass die richtig aufgehalten werden. Warten wir, bis wir es wirklich fertig gebaut haben. Dann kriegen die von mir hier noch schon einen schönen Anschluss an den normalen Weg. Ich finde es ja schön, dass sie die Geschäftstüren auch verwenden. Leute, das ist ein Geschäft. Also noch nicht, aber gleich mal. Ich würde da nicht dauernd durchlaufen. Ich glaube nicht, dass die Ladenbesitzer unbedingt so toll finden. Och, guck mal, wieder einer, der vorbeirennt. Juhu, wir sind auch da. Ich will dem Laden echt Türen geben. So. Aber sie können ja trotzdem durch, das ist ja kein Problem. Aber es macht ein bisschen was. Vielleicht rennen sie ja weniger durch. ich glaub's nicht. Ehrlich gesagt, denke ich es nicht. So. Pick and Fly. Unterzeichnen. Teppich. Der Laden hat geöffnet. Bin gespannt, wie viel jetzt dafür stehen bleiben. Na, es geht schon ab. Es geht schon ab. Sind schon viele Leute, die in den Gängen stehen. Wie viele haben sie schon? 20. In der kurzen Zeit. Wahnsinn. Das wird natürlich für uns auch ein gutes Investment sein, wenn die gut Geld machen. Mieterneuern und Kauferlöse macht schon 6.000 aus. Respekt, das funktioniert gut, der kleine La. Alter, wie der schon überlaufen ist. Huch. wie war das? Überlaufene Läden? Wir bauen mal hier so langsam alles. So. Da sind auch ein paar Ausgänge. Die nutzen sie aber gar nicht mal so stark.
Hier ist Toiletteneingänge. Da fehlt noch ein bisschen Boden. Aber jetzt habe ich hier vergessen, natürlich die Eingänge zu markieren. So. Und dann kriegen die hier noch den restlichen Teppich drauf. Die werden sich gleich wundern, weil ich alles ein bisschen umbauen werde. Abfertigung hat... da ist ein Fehler passiert. Hupsi. Beziehungsweise wurde was entdeckt. Bei welchem Flieger denn? Das scheint ein Medium-Flieger gewesen zu sein. Ja, wir haben genug Plätze mittlerweile für alle Flieger. Sollte kein Problem werden. Absolut kein Problem. Bringt es einfach da rein, dann ist alles gut. Wie läuft der Laden? Oh, schaut, schon 260. Was wollen sie denn? So, jetzt werden wir aber hier das Ganze ein bisschen mit Pflanzen vollstecken. Zum Beispiel würde ich hier ein paar Pflanzen gerne hinsetzen. Da machen wir auch eine Pflanzenfront draus. Dann können die da nicht einfach random durchrennen. Kann ich hier einfach... Oh, guck mal. Ich kann es hier sogar einfach zwei dick... wirklich dick machen. Das soll einfach eine schöne Front für Pflanzen werden. Fürs erste Mal. Schauen, wie sich das innen machen würde. Also der Laden hat einen Durchgang jetzt schon. Alter, der hat heute schon 48.000 gemacht. Ist das heftig. Erster Tag eröffnet und instant gemacht. So, und der Laden, das Flugzeug ist schon nach hinten in den Hangars drin. Schau an. Flug aktiv. Wie ist der Stand? In 3 Stunden ist er fertig. Ah, nee, warte mal. 33% ist der Stand gelöst, aber er zahlt schön Preise. Das ist gut. Hier fließt das Geld wie sonst noch was. Was heißt denn hier Technical Difficulties? Haben wir echt genug Sitzplätze für alle, dass wir Pause machen können? Ich glaube, wir brauchen nochmal einen Pausenraum oder sowas. Alter, der Laden ist überlaufen. Das ist brutal. Ah, oh. You know what I'm thinking? Das hier funktioniert je nachdem da, wo du den Laden platzierst. Wenn ich jetzt hier einen Laden platziere, wird der super laufen, weil die alle vorbeirennen. Also wenn ich jetzt... Oh, ich hasse es. Warte mal, das kann ich doch bestimmt wieder ausschalten. Warte mal. Heatmaps. Ich will diese Oberfläche nicht haben, wenn ich versuche, eine scheiß Wand zu bauen. Weil ich mir nicht mehr sicher bin, wo ich gerade baue. So, wir bauen jetzt hier noch so einen Laden hin. Noch eins, so. Hier unten machen wir es enger oder auch da lassen wir einfach offen. So, okay. Ja, das sitzt jetzt relativ mittig. Mich würde es interessieren, ob sie dann da reingehen, wenn ich den jetzt hier direkt reinbaue. Ich glaube, ich habe hier vorne auch... ich wollte hier einen großen reinbauen. Beziehungsweise zwei Läden. Genau hier hinsetzen, in der Mitte teilen. Ich glaube, da müssten wir auch großen Profit mitmachen können. Weil die Läden laufen ja auch. Also die gehen auch, die machen auch ordentlich Umsatz. Der hat auch schon 1200 gemacht. Ist heftig. Die halt eher abseits platziert sind, obwohl die sind zum Beispiel gar nicht abseits platziert, aber den haben sie hier irgendwo auch geschlossen. Der passt auch keinem. Der bräuchte jetzt hier zum Beispiel mehr Platz. Oh, ihr mit eurem blöden Gepäck, ihr könnt mich mal.
Größe passt, der braucht. Dem hat zu wenig Platz, der ist auch zu wenig Platz, auch zu wenig Platz, zu wenig Platz, zu wenig Platz. Was passt denn hier rein? Hier passt ja nicht mal was rein. Ah, der? Nee, der ist auch noch nicht happy. Was setze ich denn da rein? Oder baue ich das um und mache das zum Geschäft? Nee, das da drüben ist ja schon ein Ladenbereich. Das da drüben ist ein Restaurant eigentlich. Gut, wenn wir sagen, wir machen Crankens Burger. Der will 35 Verkäufe am Tag. Das sollte er easy hinkriegen. Er braucht eine Kaffeebar. Hat er. Er braucht Stühle, einen Herd, Tische. Ja, das sollten wir hinkriegen. Dann tun wir halt als erstes mal alles, was hier drin ist, abreißen. Weil die Sachen da hinten braucht er zum Beispiel gar nicht. Er braucht nur die blöde Kaffeebar. Und dann setzen wir die weiter hinten und machen hier oben Tische hin. Hier vorne bauen wir noch einen Shop rein. Schauen wir, was für ein Geschäft hier rein könnte von der Größe her. Das ist jetzt eher die Frage. Keins. Schön. Bei 91 Quadratmetern passt kein Laden mehr rein. Die verlangen alle fast das Doppelte. Ja, dann können wir die Wände wieder abreißen. Here we go again. Geschäftsladen kann auch weg. Ja. Wir brauchen einen großen Shop, der wird dann aber hier in der Mitte aufgebaut. Gut, dann hier an die Restaurantbar. Dann braucht der einen Herd. Hier. Herd. Edelstahlarbeitsfläche. Platziert ihr mal hier einen Herd. Und dann will er Tische und Stühle. Hier ist eine Lebensmitteltheke. Ups. Wo sind Tische und Stühle wieder? Gefrierkombination. Wo war bitte schön Tische und Stühle? Waren die im Geschäft drin? Nee. Ah nee, das sind wahrscheinlich einfach diese Standardsachen, die du hier hast. Hier einen simplen Tisch zum Beispiel. Jetzt hat... Ich will nicht welchen Tisch mehr nehmen. Wie wär's... Und dann gibt es noch schöne Stühle hier hin. Ja, ich hätte das effizienter bauen können, aber scheiß drauf. Schau, wie sie da drauf reagieren. Ich hätte wahrscheinlich den einfach nach da platzieren sollen irgendwie. Keine Ahnung, ich fand das jetzt gerade so praktisch. Oh, wir haben 1,3 Millionen. Das heißt, wir können die zweite Startbahn bauen. Weil das kostet uns 1 Million. Dann ist es nicht auch mal erledigt. Alter, dieser Travel Flow. Gebt euch das. So, jetzt brauche ich hier wieder bitte Infrastruktur. Miep, 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 miep. Ja, ja, ist gut. Habt ihr es nicht kapiert, dass ihr nach da vorne müsst? Also so ungefähr. So.
Also teilweise sind sie echt flott unterwegs, das muss ich ihnen lassen. Schon heftig. Wenn sie die Ecke jetzt dann noch fertig entfernen können, dann habe ich gleich eine Straße da gebaut. Dann haben wir bald hier die große Rundstraße. Ah, die Ecke wollen sie gerade einfach nicht entfernen, wie scheint. Jetzt hat. Weil dann werden auch endlich die ganzen One-Way-Einbahnstraßenpfeile hier entfernt. Weil wir diese dann einfach nicht mehr brauchen. Aber den Rechtsverkehr können sie ja wenigstens beherrschen. Das ist ja vorteilhaft. Wie geht's mit dem Laden? Ja, 600 Verkäufe, 172 da. Huch. Hups. Genau, wie geht's mit meinem Laden hier oben? Den würde ich gerne jetzt eröffnen. Wie? Wie, Herd fehlt. Hier, Herd. Ich hab doch einen Herd gebaut. Herd. Wollen die sowas von mir? Oder Edelstahl-Arbeitsfläche? Du, die kriegen einfach alles von mir ran. Oder soll ich den Herd umdrehen? Ist der vielleicht falsch rum für euch? Oh. Hier steht eindeutig ein Herd. Ich habe die Kaffeebar, ich habe die Tische, ich habe die Stühle, ich habe den Platz. Was wollen ihr denn noch mehr von mir hier? Aber gut, Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich habe die schon wieder maßlos überzogen. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ihr alles drückt, einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.